Okay, Leute, weiter geht's mit Ni no Kuni. Das letzte Mal haben wir den roten Hering gefangen, haben vom König eine Abfuhr bekommen, weil wir keinen Zauberstab von ihm kriegen. Und jetzt sind wir auf der Suche, als uns der russische sprechende Stein gesagt hat, wir können die Leute mit viel Enthusiasmus finden, indem wir auf die Minimap schauen. Irgendwas mit grünen Punkten sollen das sein. Ja, müssen wir auf jeden Fall finden. Und dann uns ein bisschen Enthusiasmus von denen borgen. Ist hier irgendwo einer? Haben wir hier ist irgendwo ein Stern. Aha, okay. Dann weiß ich, was passiert. Noch weiß ich es ja noch. Noch ist es noch nicht ganz blind für mich. Aber das wird bald kommen. So, wir müssen hier links abbiegen. Und dann wird, glaube ich, gleich wieder eine Cutscene starten. Ah. Jetzt nämlich. Sinotröpfchen, die Fiole, sie leuchtet. Schick. Dann ist hier jemand in der Nähe, der uns was von seinem Herzen abgeben kann, nicht? Ja. Einer. Und die einzige Person, die hier ist... Der da! Sieh ihn dir an, Mann. Kann ja kaum stillstehen vor lauter Tatendrang. Volltreffer! Du glaubst, er hat etwas Enthusiasmus über? Absolut, Junge. Da verwette ich meine Laterne drauf. Tut es überhaupt weh, wenn man ihm die Laterne rausreißen würde? Holen wir es uns. Oder was ist? Hallo. Ich bin Olli und du? Wie geht's, Kochtopf? Willst du uns nicht zufällig einen Gefallen tun, oder? Hä? Lenk mich nicht ab, ich bin beschäftigt. Beschäftigt? Und womit, wenn ihr fragen darf? Ich muss die Stadt gegen das Mäusevolk verteidigen, natürlich. Mäusevolk? Oh ja, ich habe mal von den Mäusen gehört, die in Katzbuckel leben. Diese Mäuse sind eine Bedrohung. Überall wuseln sie rum und hecken Unfug aus. Aber die Erwachsenen sind so faul, um etwas dagegen zu tun. Die meisten merken nicht einmal, wenn die Mäuse etwas stehlen. Und den anderen ist es wohl egal. Aber nicht mit Ricky Löwenherz. Das Mäusevolk wohnt in der Katzalisation. Katzalisation. Super. Deshalb stehe ich hier Wache. Jedem Haus. Ich komme gerade nicht aus dem Begriff, glaube, wenn ich ihn schon kenne. Jede Maus, die sich hier rauftraut, bekommt's mit mir zu tun. Schön, schön, und wir haben uns nicht geirrt. Der strotzt nur so vor Enthusiasmus. Olli, das übernimmst du. Was meinst du? Also, König Tom scheint der Enthusiasmus ausgegangen zu sein, dieses verfickte Wort. Und da kommst du ins Spiel, Ricky Mickey. Du hast eine Menge davon. Wenn wir König Tom was davon geben, ist die Stadt ganz fix wieder in Ordnung. Genau, deshalb wollten wir dich fragen, ob du deinen Enthusiasmus mit uns teilen würdest. Na klar, ich werde alles tun, um dem König zu helfen. Danke, Ricky. So, Herz empfangen. Ein Stück von deiner Seele. Die Quintessenz des Tatendrangs. Ja. Gut, dann habt ihr wieder ein bisschen was. Wow, das war seltsam. Jetzt weiß ich also, wie Magie sich anfühlt. Seltsam? Was meinst du? Normale Leute haben keine Ahnung vom Zaubern, weißt du, Olli? Die wissen meistens nicht, wie man damit umgeht. Heißt das, dass König Tom wieder in Ordnung kommen wird, Oliver? Ja, und wenn der König wieder so ist wie früher, sollte es auch bald allen anderen auch besser gehen. Genau, Junge, dein Enthusiasmus... Boah, wieso müsst ihr in jedem verfickten Satz dieses Wort benutzen? Das wird langsam echt anstrengend. Wird alle beflügeln, nicht wahr? Gut zu hören. Aber bis es soweit ist, bleibe ich lieber hier und behalte dieses Mäusenvolk im Auge. Alles klar, man sieht sich, Ricky. So, dann auf zum König. Wir haben, was wir wollten. Jetzt geht's weiter. So, ich habe mich gerade muten müssen, denn ich habe niesen müssen. Kann ein paar Mal jetzt sein, denn meine Allergie, das übrigens die beschissenste Erfindung der Menschheit ist, ist seit ein paar Tagen angegangen. Von daher, naja. So,
Und falls jetzt jemand fragt, gegen was bist du allergisch? Ich bin gegen viele Sachen allergisch. Aber die meisten Zeit irgendwelche Pollen. Irgendwelche Gräserpollen, Baumpollen, Haselnuss, irgendwie so ein Scheiß. Also, ne? Genug, um sich darüber zu beschweren. So. Hallo, eure Kassizität. Ah, ja, schon wieder. Wir sind diese ständigen Unterbrechungen langsam leid. Entschuldigung, eure Miausität, aber wir haben da etwas für Sie. Ja, extra für dich, Katzenheini. Das bläst deine Müdigkeit einfach weg, wirst dich wie neugeboren fühlen. Kräftige Zähne, glänzendes Fell. Ich weiß nicht, ob das... Das klingt ausgezeichnet. Diese verfluchte Müdigkeit wird nur unser Tod sein. All diese Audienzen haben uns zu schaffen gemacht. Kein Problem, euer Miausität. Brauchst nur ein bisschen Enthusiasmus, nicht wahr? Oh, nervt mich. Wir wissen ja noch nicht, dass wir Enthusiasmus brauchen. Deswegen wird's in jedem dritten Satz aufgezählt.大丈夫なの?おそらく。お?ミーは何をしていたのだ?国王様、もしや元の国王様にお戻りに。にゃ?何のことだ?ミーは元よりやる気満々だぞ?しかし、何か変わったような気が。あなたたちのおかげなのか?何かお礼をしなくてはなりませぬな。国王様、どうやらこの者たちが 国王様にかかった呪いを解いてくれたようです。にゃにゃにゃんと、本当かそれは。はい、国王様は何をやるにもすぐにやる気を失ってしまうという呪いにかかっておられました。そうか、そうだったのか。いや、確かに自分のようで自分でない気がしていた。助かったぞ、お前たち。 Das, was ich übrigens sagen wollte, dieses Spiel erinnert mich sehr an Dragon Quest für die PlayStation 2. Ich finde, es ist sehr, sehr ähnlich gehalten, auch vom ganzen Stil her. Das finde ich sehr gut, finde ich sehr schön. Welchen Lohn wollt ihr euch Miaus bedingen? Hm? Schick, du weißt, was wir brauchen, oder, Olli? Klar, wir brauchen einen Zauberstab, eure Miausität. Ja, ist dem so. Seltsam, wir haben das Gefühl, dieses Gespräch schon einmal geführt zu haben. Jetzt, wo wir darüber nachdenken, in unserem Schlafgemach ist ein Zauberstab versteckt, den wir als kleines Kätzchen mir außerordentlich schätzten. Ach, wirklich? Und? Und wir wären geneigt, uns davon zu trennen. Aber wir müssen ihn erst suchen. Kommt später wieder und ich werde ihn euch mir aushändigen. Oh, wow, vielen herzlichen Dank, euer Mausität. Sag, Junge, wenn du mir auf der Suche nach einem Zauberstab bist, bist du dann vielleicht ein Zauberer? You don't say. Das ist eure Miausität. Ein funkelnagelneuer Zauberlehrling, der noch nicht allzu viel Ahnung von Magie hat. Ist dem so. Dann können wir dir mit dem einen oder anderen Zaubermiss aus Miaus helfen. Unser Zauberstab ist schließlich nicht zu viel Nütze ohne Zauber. Wirklich, eure Miausität? Das ist wirklich zu gütig. Vielen Dank. Schloss öffnen. Wunderbar. Und alte Pracht. Ja. Die Zauber werden dir gefallen. Sie waren uns in jungen Jahren eine große Inspiration. Einer, der Sachen öffnet und einer, der Dinge wiederherstellt. Wie? Achso, nee, halt dieses Tröpfchen. Was hast du denn damit getrieben, eure Miausität? Das geht dich nichts an, Fee. Nun, Junge, du reist mit Vertrauten, nicht wahr? Wir haben den Waffenhorst in der Stadt angewiesen, dir die Erlaubnis zu erteilen, dort einzukaufen. Den Waffenhorst? Was für ein Laden ist das denn, eure Miausität? Ja, bist du wirklich ein Abenteurer? Wir sind etwas besorgt um die Sicherheit eines derart ahnungslosen Individuums. Wie dem auch sei, der Waffenhorst hat Waffen und Ausrüstung für Vertraute mir auf Lager. Warum sucht ihr diesen Laden nicht mir auf, während wir nach dem Zauberstab stöbern, hm? Das werden wir, eure Miausität. Vielen Dank. Nun denn, wir haben viel zu tun. Kommt bald wieder. Mir auf einen Besuch vorbei. Gut, also auf zum Waffenhaus. Ich muss mal ganz kurz schauen. Das ist was, habe ich jetzt irgendwas schon geschaut? Nein.
Okay, passt. Wir haben noch diesen komischen Mantel gekriegt, ne? Den können wir später noch hernehmen. Auf geht's, Olli! Lauf geschwind, du kleiner Esel. Esel? Egal. So. Wir machen uns auf zum Waffenhaus. Wo der ist, zeigt mal wieder der Stern. Aber das ist ja schön. Also ich weiß auch so, wo der noch ist. So, ein kleiner Shortcut hier nach links. Bei unserer schönen Blumenschmückerin. Und direkt hier ist der Waffenhorst. Was man vielleicht an den Waffen und an dem vogelähnlichen Gebilde sieht. So, hallo Waffenhorst. Da ist eine Schatztruhe, komme ich da ran? Kann ich die öffnen? Ja, tatsächlich. Du hast einen Eisbecher. Schick. So. Hallo Waffenhorst. Ah, du bist es. Ich hätte mir ausrichten lassen, dass du kommen würdest. Ich soll dir alles verkaufen, was du brauchst. Und das tue ich sehr gerne. Also sieh dich um. Ich bin sicher, dass du hier etwas findest, mit dem du deine Vertrauten ausrüsten kannst. Meine Vertrauten ausrüsten? Was meinen sie damit? Ah, ich sehe schon, dass du eine Erklärung brauchst. Nun denn, es ist folgendermaßen. Und jetzt passt auf die Wortspiele an. Auf. Um zu verhindern... Es ist ein Vogel, noch dazu zu sagen. Um zu verhindern, dass eure Vertrauten Federn lassen, könnt ihr sie beflügeln, indem ihr sie mit bestimmten Gegenständen ausrüstet. Ich will mich ja nicht aufplustern, aber in meinem Waffensortiment finden sich vielerlei Dinge, die eure Vertrauten als Ausrüstung benutzen können. Es gibt drei verschiedene Arten, Waffenrüstungen und Accessoires. Aber denkt daran, dass die Gegenstände, die ein Vertrauter benutzen kann, von seiner Gattung abhängig sind. Es ist ganz einfach. Also bloß kein Herzflattern kriegen. Probieren geht über Studieren. Versucht es einfach, eure Vertrauten auszurüsten. Aber ihr sollt euch nicht benachteiligt fühlen. Menschen können sich natürlich auch mit Gegenständen ausrüsten. Wählt Freunde und Vertraute aus und drückt X, um die Gegenstände, mit denen ihr ausgerüstet seid, zu wechseln. Krähe! Ihr könnt auch den Vogel abschießen und euren Vertrauten die gleichen Sachen kaufen wie euch selbst. Das nennt man Partnerlook. Wow, okay, sobald ich etwas Geld habe, werde ich Accessoires und solche Dinge kaufen. Der olle Piepmatz hat sich ja ganz schön in den Finger gewickelt, Olli. Denk aber daran, dass du nicht nur Accessoires anlegen kannst. Zauberer wie du können auch alle möglichen Zauberstäbe verwenden. Verdammt, Mann, apropos Zauberstab, wir müssen uns doch deinen neuen Zauberstab vom König besorgen. Hatte ich glatt vergessen. Ja, ich denke, er sollte ihn inzwischen gefunden haben. Wir sind ja nur gerade mal 3 Minuten unterwegs. Das denke ich doch auch. Olli, los, auf zum Palast. Aber zuerst möchte ich einkaufen. Das hat er, glaube ich, drin, ne? Genau, das ist ein Küchenmesser. Mehr magischen Schaden als das hier. Aber da unser Gabriel das will ich... Ich will es ehrlich gesagt noch... Naja, ich kaufe es jetzt noch nicht. Spitzer Stock, ne? Egal, ich brauche es noch nicht. So. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, das andere Schwert hatte zwar mehr magischen Schaden, aber unser Gabriel ist ja, wie bekannt, ein Nahkämpfer. Von daher braucht er nicht so viel magischen Schaden. Dementsprechend ist das Schwert, was er drin hat im Moment, schon genau das Richtige für ihn. Na dann, auf zum Palast. Und wir sind heute nur am Rennen. Hin und her rennen. So wirklich was erreichen tun wir damit nicht. So. Mal schauen. Hat er seinen Zauberstab jetzt schon gefunden? Immer noch nicht da. Aber der Stern zeigt immer noch in die Richtung. Dementsprechend gehen wir da auch nach. Der Typ sieht ein bisschen aus, als ob er was suchen würde. Oh, ihr seid es. Zum Glück. Ihr müsst uns helfen. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ja, verflixt doch mal, Mann. Sag nicht, dass der olle König Tom schon wieder ein gebrochenes Herz hat. Nein, nein. Dem Herzen seiner Miausität geht es einwandfrei, soweit ich weiß. Soweit sie wissen? Nachdem du den Enthusiasmus seiner Majestät wiederhergestellt hattest, wollte er seinen Zauberstab wiederfinden, um ihn dir als Belohnung zu überreichen. Er war so fest entschlossen, dass er sich höchstpersönlich auf die Suche machen wollte.
Das ist doch gut, oder nicht? Warum die ganze Aufregung? Seine Miosität ist verschwunden. Was? Die Torwächter schwören, dass er Katzenbuckel nicht verlassen hat, aber er ist dennoch nirgends zu finden. Die Sache stinkt doch, Olli. Da bleibt uns wohl nur noch eines übrig, was? Und was soll das sein, Tröpfchen? Gute alte Detektivarbeit, was sonst? Na schön, Helmchen. Du und deine Kollegen, ihr behaltet den Palast im Auge und wir suchen nach Hinweisen. Jawohl, verstanden. Aber wo sollen wir denn suchen, Tröpfchen? Keine Sorge, Olli. Du kennst den Ort schon. Und zwar ziemlich gut. Los, ich erzähle dir alles, wenn wir draußen sind. Okay. Wo gehen wir hin, Tröpfchen? Und was ist das für ein Ort, den ich angeblich so gut kenne? Was denkst du denn, Schlaumeier? Motorville natürlich. Motorville? Aber was hat Motorville denn damit zu tun, den König zu finden? Tja, nicht alle Antworten wirst du hier drüben finden, Olli. Hä? Was heißt das? Du darfst die ganze Sache mit dem Seelenverwandten nicht vergessen, verstehst du? Was wir in dieser Welt sehen, ist nicht immer das ganze Bild. Seelenverwandte, okay. Denk doch mal nach, Olli. Warum bist du in unserer Welt, ne? Um meine Mama zu retten? Genau. Und deine Mutti ist die Seelenverwandte von der großen weisen Alice, okay? Oder Alice. Und wir versuchen, Alice hier aus der Seelenfalle zu befreien, damit wir deine Mutti drüben befreien können, nicht? Ja, so hast du mir das erzählt, Tröpfchen. Und das war nicht geflunkert. Leute in deiner Welt sind mit denen in meiner verbunden. Nicht nur Alice. Oder Alice. Und deine Mutti, sondern alle. Ich weiß nicht, warum ich sie jetzt gerade Alice immer nenne. Hört sich voll dämlich an. Ach so, das heißt... Genau, hast du es kapiert. Drüben in deiner Welt gibt es jemanden, der mit König Tom hier verbunden ist. Und wenn jemand hier in unserer Welt in der Patsche hockt, kannst du manchmal die Seelenverwandten in deiner Welt erfahren, wie du da helfen kannst. Weil sie verbunden sind, verstehst du? Ist doch eigentlich ganz klar, oder nicht? Also ist irgendjemand in meiner Welt der Seelenverwandte von König Tom? Richtig. Muss aber kein Mensch sein. Und vielleicht hat er auch nicht so eine gehobene Stellung wie unser Katzenkönig. Wie? Nun, Kater im Tante-Emma-Laden und König von Katzenbuckel ist nicht gerade vergleichbar, oder? Kater im Tante-Emma-Laden? Ich glaube nicht, dass... Verflixt noch eins! Ist ja nicht auszuhalten mit dir! Okay, Seelenverwandte können gleich aussehen und sich auch ähnlich verhalten. Das hatten wir schon geklärt. Und als du König Tom zum ersten Mal gesehen hast, hast du dir doch bei dir gedacht, aber hallo, der sieht ja genauso aus wie Tommy der Kater. Habe ich genau das? Du meinst, König Tom ist... König Tom und Tommy der Kater sind, aber Frau Leilas Katze? Jetzt hast du es kapiert, besser spät als nie. Aber Tommy ist doch nur eine Katze. So ist es, genau wie unser Kumpel König Tom. Was ist daran denn so schwer zu verstehen? Verdammt, du bist ja nicht sonderlich helle für so einen jungen Kerl, was? Wenn zwei Leute Seelenverwandte sind, gibt's auf jeden Fall irgendwelche Gemeinsamkeiten. Muss bloß unvoreingenommen sein und die Augen offen halten. Find die Gemeinsamkeiten und du findest den Seelenverwandten. Puh, ich hätte nicht gedacht, Tommy also. Ja, Tommy, mein Junge, wenn wir den fetten Fellknäuel finden, bekommen wir vielleicht heraus, was mit König Tom los ist. Also, zauber uns mal ein Portal herbei, dann wechseln wir in deine Welt rüber, okay? Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Na klar, mal sehen, wie es den Leuten daheim in Motorville so geht. Na dann, Portal. Und dann suchen wir Tommy. Also die Geschichte mit Tommy in Motorville, die werden wir auf jeden Fall heute noch machen. Und dann... schauen wir mal weiter. So, erstmal, ich würde mal sagen, in den Hunter-Emma-Laden schauen. Ah, überfahr mich nicht! So, auf geht's, rein damit. Oh, Oliver, du bist es. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll, Liebling. Es ist schon in Ordnung, Frau Leila. Mir geht es gut. Wirklich? Das höre ich gern, Schätzchen. Aber wenn ich etwas für dich tun kann, lässt es mich wissen, ja? Da wäre wirklich etwas, was Sie für mich tun könnten, Frau Leila. Sie könnten mir sagen, wo Tommy ist. Ist er hier im Laden? Jetzt wo du es sagst, ich habe ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Tommy! Tommy! Wo ist denn mein Schmusekater? Er ist sicher irgendwo unterwegs, der kleine Racker. Wahrscheinlich ist er von seinen Streifzügen. Hey, Olli, erinnert dich die Situation vielleicht an irgendwas? Allerdings, ist genau wie mit König Tom.
Bingo, in deiner Welt ist ein Katzenkönig abgehanden gekommen und in der anderen ein dicker Kater. Und ich wette, dass der Grund derselbe ist. Such Tommy und du wirst mit Sicherheit den entscheidenden Hinweis finden, um das Rätsel zu lösen. Schlaues Bürschchen. Und das hier ist deine Stadt nicht. Die kennst du wie deine Westentasche. Oh ja, ich werde das Rätsel des verschwundenen Katze im Handumdrehen lösen, mein Gott. Es tut mir so leid, dass ich dir nicht helfen konnte, Schätzchen. Aber sie haben mir doch geholfen. Danke, Frau Leila. Habe ich das? Na dann ist gut. Bis bald, mein Schatz. Tschüss, Frau Leila. Alles klar, Olli. Fangen wir da an, wo du dich am besten auskennst. Bei deinem Haus, meine ich. Klar, gehen wir. So, jetzt müssen wir Tommy die fette Katze suchen. Und dafür. Keine Ahnung, warum wir zu unserem Haus müssen. Aber wir gehen einfach mal. So. Haus, Haus, Haus ist in dieser Richtung. Über die Straße laufen, ohne zu schauen, das ist immer gut. Oh, hallo Mädchen. Oliver, es tut mir leid, Oliver. Du bist's. Wir haben uns noch nicht im Haus umgesehen, Olli. Ich renne mal rüber und schaue gleich wieder nach. Oh, gut, Tröpfchen. Es tut mir leid, Oliver. Es tut mir leid, dass du ganz alleine bist. Hm? Deine Mami. Woher weißt du das? Als meine Mama gestorben ist, dachte ich, sie wäre für immer weg. Ich dachte, ich wäre ganz allein. Aber jetzt kann ich ihr helfen. Ich muss nur zu Ende bringen, was ich angefangen habe. Oh, ich wollte dich was fragen. Der Zauberstab, den ich gefunden habe. Hast du ihn für mich dagelassen? Ohne ihn hätte ich nie in die andere Welt reisen können. Vielleicht weißt du gar nicht, wovon ich rede, aber ohne diesen Zauberstab wäre ich immer noch alleine. Echt? Ganz echt? Ganz echt. Hurra! Ich hoffe, du kannst deine Mami retten, Oliver. Danke, aber wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Pia. Ich habe dich schon immer gekannt, Oliver. Schon immer? Stalker! Du heißt also Pia, hm? Ja, Pia. Oh, hey, Pia. Hast du den großen Kater gesehen? Er heißt Tommy. Er ist gestreift und ziemlich dick. Herrn Mietze? Ich kenne Herrn Mietze. Herrn Mietze? Ich bringe dich zu ihm, Oliver. Komm mit. Sie meint sicher Tommy, oder? Hey, Olli, das Dickchen ist leider nicht im Haus. Was stehst du hier eigentlich so einsam und verlassen rum? Ich glaube, ich weiß, wo wir Tommy finden, Tröpfchen. Ja, du weißt es. Du, was, wie, hä? Pia, könntest du uns bitte hinführen? Hä? Was soll das denn, Olli? Geht's dir noch gut, Olli? So, los, Pia, lauf! Wir werden sozusagen an der Hand geführt. Ich laufe einen schnelleren Weg als sie. Ich möchte nämlich vor ihr da sein. Rüber, 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 rüber. Perfekt! Zieh noch durch, ohne stecken zu bleiben. Hier eine Abkürzung laufen. Nein! Verdammt! Nein, 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 Pia, ich will... Nein! Sie ist eher da als ich. Verdammt. Nur weil ich einen Fehler gemacht habe und nicht auf die Minimap geschaut habe. Blöd. Ist Tommy hier, Pia? Leise, was ist das? Pieps, pieps. Eine Maus? Hä? Da ist irgendwas. Tommy? Oh. Oh, Tommy, reiß dich zusammen, Mann. Wir sollten ihn wohl besser zu Leila zurückbringen. Oder, Olli? Stimmt. Vielen Dank dafür, dass du uns den Weg gezeigt hast, Pia. Hä? Aber sie war... Wo ist sie hin? Tröpfchen macht sich sichtlich Sorgen. Was stehst du denn so doof rum, du Faulpelz? Los, Bewegung! Ja, Faulpelz. Tröpfchen ist derjenige, der Tommy schleppen darf. Cool. Endlich mal ein Begleiter, der was macht. Nicht so wie eine dämliche Fee aus Zelda. So, auf zu Leila. Und dann haben wir die Geschichte auch so gut wie hier erledigt. Das heißt, wir können danach wieder zurück nach Ni No Kuni. Und
dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, wenn wir wieder in Ni No Kuni sind. Ich glaube auf jeden Fall, die Welt heißt Ni No Kuni. Bin mir ziemlich sicher. So. Hallo. Frau Leila, Tommy ist... Ach du meine Güte. Mein Tommy, was ist noch passiert? Oh, danke, mein Schatz. Du hast ihn den ganzen Weg zu mir getragen. War er nicht schwer? Nein, nicht wirklich. Er ist in Ordnung. Ja, genau. Olli hat ihn getragen. Oh, um Tommy brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Oliver, es ist nichts Schlimmes. Er ist nur ein bisschen müde, nicht wahr, Tommylein? Bist halt auch nicht mehr der Jüngste, mein Schmusekätzchen. Das ist alles? Und ich war wegen ihm ganz krank vor Sorge. Aber was hat Tommy denn so weit weg bei der Werkstatt gemacht? Und nun, Schätzchen, eine Kundin hat mir die Erklärung geliefert. Sie hat gesagt, dass es in Rustys Werkstatt nur von so von Mäusen wimmelt. Und mein guter alter Tommy jagt diese kleinen Teufelchen nun mal liebend gern. Tommy jagt gerne Mäuse, aber er ist doch so... Vielen Dank, Oliver Schätzchen. Da ich jetzt weiß, wo er war, muss ich mir keine Sorgen mehr um ihn machen. Er hatte nur ein bisschen trainiert, nicht wahr, Tommy? Du könntest mir sicher das ein oder andere beibringen, stimmt's? Das könnte er allerdings. Okay, Frau Leila, ich muss jetzt los. Es war schön, Sie zu sehen. Hat mich auch gefreut. Sag mir Bescheid, wenn du etwas brauchen solltest, ja? Schick. Du bist jetzt bestimmt auch dahinter gestiegen, oder, Olli? Ich glaube nicht, Tröpfchen. Komm schon, Junge. Tommy ist verschwunden, weil eine Maus hinterher gerannt ist, nicht? Die Maus ist also der Schlüssel, ganz klar. Echt? König Toms Verschwinden hat auch etwas mit Mäusen zu tun? Bingo. Was genau es aber mit Mäusen zu tun hat, ist wieder eine andere Frage. Aber ich bin mir sicher, dass drüben in meiner Welt jemand was von Mäusen gesagt hat. Dann sollten wir zurück nach Katzburglo und Nachforschungen anstellen. Da werden wir bestimmt was finden. Klaro, auf nach Katzburglo. Ja. Den Kerl haben wir auch schon gesehen. Das war derjenige, der uns den Enthusiasmus gegeben hat. Wir benutzen auf jeden Fall Portal. Seltsamerweise funktioniert es jetzt auch hier. Ist ja scheinbar doch genug Platz da. Wir mussten nur am Anfang zum Marktplatz laufen. Und wir sind wieder in Katzbuckel. Aber Leute, ich werde hier erst einmal pausieren. Und das nächste Mal geht es dann mit Ni No Kuni weiter. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß an dieser Folge und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao.